alles. Ich möchte jetzt einen Text verlesen. Wir haben auch natürlich andere Themen, der Wald zum Beispiel. Also es ist momentan noch nie so viel geholzt worden, jetzt aufgrund der neuen Techniken. Überall werden Schneisen hinaufgeschlagen bis in die höchsten Höhen und selbst im Natura 2000 Gebiet. Und es ist einfach traurig, wenn selbst die Natura 2000 Gebiete mit Landesförderungen, also Biomasseförderungen und aus dem Waldfonds Beträge ausbezahlt werden, um die Privatwaldbesitzer dazu bringen, also es wird ihnen ja regelrecht die Türe eingerannt, im Natura 2000 Gebiet zu holzen. Also es nennt sich Holzmobilisierung und das ist jetzt im ganzen Land, im Grunde schon auf der ganzen Welt, ist das im Gange. Also man kriegt auch da nie genug. Und dazu ein Text. Wenn ein Mensch die Hälfte eines jeden Tages damit zubringt, in den Wäldern spazieren zu gehen, weil er sie liebt, läuft er Gefahr, als Faulenzer angesehen zu werden. Aber wenn er seinen ganzen Tag als Spekulant vertut, der diese Wälder abhauen und die Erde vollzeitig kahl werden lässt, wird er hochgeachtet als fleißiger und unternehmender Bürger. Als ob die Stadt kein anderes Interesse an ihren Wäldern hätte, als sie abzuholzen. Dieser Text wurde schon 1863 geschrieben, und zwar von Henry David Thoreau, der im Wald in einer Hütte gelebt hat und ein sogenannter Transzendentalist war. Und er hat sehr grundlegende Dinge durchdacht, was die Gesellschaft anlangt, und das trifft umso mehr jetzt auf die heutige Gesellschaft zu. Es geht nur noch um Profit, es geht nur noch um noch mehr Geld, und wir sind eine sehr wohlhabende Gesellschaft, aber es geht letzten Endes auch um eine bessere Verteilung. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Und drum, es langert wirklich. Also hier muss einfach ein Umdenken passieren, so wie jetzt kann es nicht mehr weitergehen. Ich möchte nur noch kurz sagen, wie es weitergeht. Wir laufen jetzt nach St.